Okay, wir müssen ja gleich so ein bisschen durch die Höhle durch. Wir haben uns ja wirklich ganz gut durchgegraben mittlerweile. Und ich hoffe, wir kommen auch gut zu Hause an, ohne dass uns jetzt gleich die Monster überraschen, weil wir vielleicht nicht so gut ausgeleuchtet haben. Denn sollten wir jetzt sterben, haben wir ja wieder alles verloren. Fast so, als hätte Mojang uns alle Items geklaut. Tja, Leute, wo geht's denn hier lang? Da hoch. Dann machen wir mal ein Treppchen. Ja, da geht's lang. Okay, ist ein einfacher Weg, den kann man gut finden. Da finden wir dann gleich auch wieder hin, um unser Monster zu töten. Ich bin froh, dass ich wieder Tiere höre. Das heißt eigentlich, dass eigentlich alles gut ist. Und wir haben, oh Wunder, wir haben tatsächlich wieder ein bisschen mehr Hunger. Leute, was ist das denn? Ich habe die Kohle übersehen. Unfassbar. Bling, bling. Und da oben ist auch Kohle. Ich glaube, ich werde das Ganze noch ein bisschen heller machen, weil ich habe echt die Kohle einfach nicht gesehen. Und das kann nicht sein. Wir versuchen das mal mit 67%. Viel besser. Fein. Nehme ich alles mit, außer ihr habt was dagegen. Dann müsst ihr jetzt was sagen. Befürchte aber, ihr werdet nicht allzu viel sagen. Außer ihr schreibt es in die Kommentare. Das versteht sich von selbst. Denn ihr könnt alles in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Das Lied ist ganz cool, muss ich sagen. Das ist ein bisschen cool, so vom Beat her, aber nicht zu cool. Nicht zu laut, nicht zu aufdringlich. Und wir haben nur noch 8 Fackeln, weil wir haben echt gut gearbeitet hier unten. Und wir sammeln weiter die Kohle ein, ohne Ende. Wir nehmen alles mit. Wir lassen nichts im Berg. Wir nehmen jeden Krümel Kohle mit, den wir kriegen können. Wir werden alles mitnehmen, ich verspreche es euch. Wir werden nichts da lassen. Gar nichts. So, weiter geht's. Hier haben wir mal kurz reingegraben. Da haben wir das Loch gestopft. Ich höre bereits Türen. Wir können nicht mehr weit weg sein. Und hier sind wir auch bereits wieder in unserer kleinen Mine. Wunderbar. Home, sweet home. Hier haben wir unser Tor. Guten Tag. Ja, die Kühe sind auch schon wach. Ein Traum. Hört ihr das? Das ist echt laut. Aber ein geiles Lied. Ist das unterschiedliche Kohle? Holzkohle. Kohle. Ich wusste noch nicht mal, dass es unterschiedliche Kohlesorten gibt. Ei, ich bin schon ein Noob. So, dann können wir mal vielleicht ein bisschen Steinchen aufräumen. Und während wir schon hier, während wir warten, bis unser Eisen fertig ist, würde ich sagen, können wir uns hier auch gleich so ein bisschen wieder neu sortieren. Ja, hier habe ich einfach mal ein paar Sachen reingesteckt. Hier auch. Wir können daraus hier einen Kühlschrank machen. Das heißt, Eier und rohes Fleisch kommen hier rein. So. Hier hatten wir ja Cobblestone-Produkte und Cobblestone. Dann machen wir das auch wieder so. Wir haben ja noch nicht so viele Cobblestones, dass wir neue Kisten aufmachen müssen, um die nur mit 64er Stacks zu packen. Wobei wir hier schon da langsam mal so ein bisschen in die Nähe kommen. Das holen wir hier mal wieder brav raus. Dann packen wir hier Cobblestones rein, da Cobblestones, das hier rüber. So, Kies können wir noch separat packen, würde ich mal sagen. Hier haben wir wirklich jetzt ordentlich Kohle am Start. Sehr schön. Cobble-Produkte, Holzprodukte. Dann machen wir hier noch alle Holzsachen rein, wie zum Beispiel Schilder. Den Rest brauchen wir einfach noch. Davon haben wir noch nicht genug, dass es uns stört. Stone Brick, Red Bricks. Boah, wir haben ja, das habt ihr noch gar nicht gesehen. Das ist ja echter, das ist echt böse. Wir haben ja unseren Turm abgetragen. Der ist nicht mehr da. Wir haben alle Steine verloren. Alle roten Ziegelsteine. Wofür wir echt so viel Clay gesammelt haben. Das ist echt, das passt auf keine Kuhhaut, wie mich das verärgert. Wie lange ich gebraucht habe, um die ganzen Red Bricks zu suchen. Mojang. Ey, das ist echt unfassbar. Stone Bricks, Red Bricks haben wir noch nicht. Hier hatten wir ja, na gut, wir können das hier natürlich alles ein bisschen anders jetzt sortieren, ne?
Hier können wir natürlich mehr so, noch mehr so allgemeines Zeug reinpacken. Hier können wir ein paar wertvolle Sachen reinpacken. Haben wir noch nichts. Vielleicht hier sowas wie Leder. Könnten wir machen. Eisen lassen wir da. Da haben wir hier das. Das ist okay. Weizenkörner haben wir total viele. Mal gucken, wie unser Eisen ist. Ansonsten gehen wir mal kurz raus und holen. Brauchen wir noch. Holen und sehen wieder Weizen, weil wir müssen ja auch wieder neues Fressi anpflanzen. Haben wir hier alles komplett leer gemacht. Dafür brauchen wir aber auch eine Harke. Und so wie ich sehe, haben wir doch langsam wieder einigermaßen Hunger. Lag das am Tageslicht oder so? Seltsam. Vielleicht hat der Server auch irgendwie ein bisschen einen Schluck aufgehabt. Dazu reicht komplett eine... So. Steinhacke. Die haben alle komische Namen. Oh, das Lied habe ich schon mal gehört, als ich hier die Titel durchgesucht habe. Das Lied ist cool. Das ist ein bisschen langsamer, aber es hat echt viel Style. Müsst ihr mal zuhören. Gefällt mir echt ganz gut. So, dann bringen wir mal unsere Samen aus. Und hoffen, dass das auch alles wieder wunderbar wächst. Und ich war ja kurz dabei, mit 1.8 weiterzuspielen. Hab da ein neues Level angelegt gehabt, hab mich total gefreut gehabt, dass überhaupt Minecraft wieder einigermaßen funktioniert. Nachdem ich es deinstalliert und alles nochmal neu versucht habe aufzusetzen. Hab dann echt 2 Stunden lang plötzlich gezockt gehabt, weil es voll Spaß gemacht hat, wieder bei Null anzufangen. Was mich hier bei diesem Level völlig ankotzt, weil ich natürlich alle Items und so weiter verloren habe. Hat da irgendwie total cool Spaß gemacht und habe auch ein paar neue Steine und so weiter gefunden, wo man einfach ein bisschen mehr gestalten kann. Das ist cool, das kann man machen. Irgendwie habe ich mich auch über die Features bei 1.8 gefreut. Aber natürlich, ne, echt ein bitterer Beigeschmack, wenn man dadurch alle Items verliert. Ei. So, wir nehmen die Kürbisse mit und davon, wir können ja von nichts gerade zu viel haben. Jupp. Könnten wir eigentlich auch. Ja. Weil wir haben, glaube ich, ein paar Samen. Haben wir gedingstbumst mitgenommen. Wir haben ein paar Sträucher abgehauen. Deswegen pflanzen wir hier doch jetzt einfach mal so ein. Hier auf Lücke. Pflanzen wir wieder ein paar hin. Mhm. Brauchen wir noch kurz. 4 dürften auf jeden Fall reichen. Machen wir wieder so. Keine Ahnung, ob das der beste Weg ist, das zu machen. Ich tue es einfach mal und ihr haut mir einfach ein paar in die, über die, hinter die Ohren. Wenn, oh, hier hätte ich auch Kartoffeln hinpflanzen können. Wenn, ich darf auf gar keinen Fall alle in den Ofen packen. Fällt mir mal ein. Haut mir ein paar hinter die Ohren, wenn ich total den Schluss erzähle, aber das kennt ihr ja schon, das wisst ihr ja schon. So, jetzt gucken wir doch mal ein bisschen, die Kohle dürfte jetzt gleich vorbei sein. Hier haben wir ein schönes Hühnchen, unseren Friedhof gibt's noch, da ist noch ein Ei, das nehmen wir natürlich mit. Tiere haben wir auf jeden Fall genug, das ist sehr cool. Das heißt, wir werden auf gar keinen Fall verhungern und wir haben ja auch eigentlich echt eine ganz solide Basis hier mit allem. Da brauchen wir eigentlich euch keine Angst haben, dass es nicht weitergeht. Da haben wir noch ein Hühnerei. So. Also von dem her ist eigentlich alles gut. Wir haben auch total viele Hühner jetzt am Start überall. Ja, ist alles gut. Ist alles gut. Wir kriegen das alles wieder hin. Es wird schon alles wieder gut, meine Freunde. Wir haben ein wirklich schönes kleines Dörfchen. Wir haben sehr intelligente, tolle Kühe, aber auch Mitbewohner und Dorfbewohner. Und von dem her wird das alles ganz gut werden. Ich habe beim letzten Mal hier den Turm abgerissen. Leider vergessen auf Aufnehmen zu drücken. Und da habe ich, Verzeihung, habe ich total viele Sachen erzählt und das hat mich schon aufgeregt. Und jetzt sind alle, dann habe ich wieder neu angefangen aufzunehmen und dann waren alle Items weg und es war einfach nur ein Horror.
Für diese schöne Blume. Mit ihr ist alles wieder gut. Sehr meditativ. So, die Kohle. Wie geht's mit unserer Kohle? Wir machen ein anderes Lied rein. Klingt interessant. Message bekommen. Die Werkstatt. Null, die Werkstatt. So, die Kohle. Damit müssen wir dann, nicht die Kohle, das Eisen. Damit müssen wir dann 27 Eisen. Das ist schon mal ganz okay. Damit müssen wir ja eigentlich, kann man eigentlich Eier braten? Nö. Damit müssen wir eigentlich in der Lage sein, so ein bisschen eine Rüstung zu bauen. So. Ja, auf jeden Fall meine Hose. Sag mal. Ein Helm? Ja. Wie geht denn so gehen die Schuhe. Und wie geht ein Panzer? Eisenblock? Ich weiß nicht mal, wie eine Rüstung geht. Jö. So gut. Rüstung, damit sind wir wieder hervorragend ausgerüstet, würde ich mal behaupten. Kann uns nicht mehr allzu viel passieren. So, sehen wir auch wunderbar aus mit unserem schwarzen Kopf. Ich habe mir hier mein eigenes Skin gebastelt, aber der Kopf funktioniert nicht. Ich habe keine Ahnung, wieso. Funktioniert halt nicht. Deswegen sehe ich gerade so ein bisschen aus wie der Tod. Aber ja, werden wir auch irgendwann mal fixen. So, dann schaue ich jetzt nochmal ganz kurz, wie lange wir eigentlich schon aufgenommen haben. Okay, noch 10 Minuten machen wir. Das heißt, wo sind wir gerade? Wir haben einigermaßen Werkzeuge am Start. Spitzhacke haben wir am Start. Wir haben etwas zum Essen. Wir haben Kohle. Und das bedeutet, wir sind eigentlich ziemlich gut aufgestellt mittlerweile wieder. Die Sonne geht unter. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal kurz nach unten und suchen nach unserem Zombie. Nach unserer Zombie. Bin ich eigentlich hier runtergekommen? Ja. Dum, 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 dum. Da sind wir rein. Suche nach unserer Zombie, baue noch ein bisschen Stein ab und damit beenden wir dann auch nachher gleich die Folge. Aber, wie gesagt, das machen wir jetzt noch. Genügend Happy Happy haben wir noch dabei. Wir kriegen nämlich langsam ordentlich Hunger, so wie das aussieht. Da haben wir noch Kohle vergessen. Die nehmen wir natürlich mit. Und ich habe eine Fliege auf dem Monitor, die mich ein bisschen irritiert, weil ich gerade dachte, das wäre so eine rote Fleischfliege. Der alleräußersten Güteklasse. Und die Sache hat so aus, als würde Lava von der Decke tropfen. Was mich ein bisschen gewundert hat. Aber wir haben hier voll viel Kohle übersehen. Also das mit dem Heller einstellen wäre besser gewesen. Vermutlich auch für euch, damit ihr noch ein bisschen seht, was ich hier eigentlich tue. Ey, das ist total viel Kohle hier am Start. Nimm mal mit, nimm mal mit, nimm mal mit. Dankeschön. Wir haben jetzt auch gerade ein bisschen Kohle wieder verbraten. Für unsere Eisenrüstung, für alles andere, was wir auch noch brauchen werden. Da nehmen wir alles mit. Das ist klar. Meh. So. Yeah. Weiter geht's. Wir hätten unsere Samen und die Eier noch ein bisschen... Klingt komisch. Hätten wir mal in die Truhe packen können, falls wir jetzt doch sterben. Wobei, das glaube ich eigentlich nicht. Wir haben echt eine gute Rüstung am Start. Und so, hier ist unsere Höhle. Können wir mal das Schwertchen in die Hand nehmen. Ja, was kann ich noch euch noch Schönes erzählen? Bewegtbild-Stammtisch. Falls ihr noch ein Ticket dafür haben wollt, ich glaube, es gibt noch ein paar. Geht mal auf medien.nrw.de und holt euch noch ein Ticket. Auf Facebook könnt ihr auch danach suchen und es finden. Da werdet ihr auf jeden Fall was finden oder ihr googelt einfach danach. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Und ja. Gamescom war auch sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ich habe leider viel zu wenig gesehen. Leider habe ich noch nicht mal den Indie-Mega-Booth gesehen.
Das ist so ein Stand von, also eins, also ja, ist ein Stand, der wird organisiert von einem Zusammenschluss aus vielen Indie-Games-Schmieden. Und normalerweise kommen die aus den USA und haben da so ihre Heimatmesse, auf der sie immer sind. Und dieses Jahr auf der Gamescom, höre Geräusche, waren die zum ersten Mal außerhalb ihrer Heimatmesse. Eisen! Und da wollte ich eigentlich hin und mir die anschauen und ich habe das leider verpasst. Da bin ich echt traurig, weil das hätte ich so gerne gesehen, aber wir waren einfach mega busy am Stand Medienland NRW. Ich kam zu gar nichts, aber super. Also tolle Gespräche geführt, konnte vielen Leuten weiterhelfen, sich irgendwie zurechtzufinden, Beratungsstellen zu finden. Also wenn ich Beratungsstelle mal sage, meine ich natürlich Beratungsstellen für Leute, die ein Unternehmen gründen wollen, die erfolgreich sein wollen. Ja, es war einfach total viel los und deswegen habe ich kaum was sehen können. So, eine Spitzhacke haben wir noch, das reicht dann aber auch schon. Und ja, es ist halt, mir fällt ja ein, wir haben ja auch noch Material vom letzten Mal. Das heißt, wird sowieso ein bisschen länger alles werden dieses Mal, aber ich glaube, das wird kein Problem für euch sein. So, hier haben wir Erde am Start. Ich mache hier mal ein Fäckchen hin, damit ich was sehe. Hoffentlich kommen wir jetzt nicht an die Oberfläche. Nö, war bloß eine Steinblase, alles gut. Und den Zombie haben wir jetzt aber nicht mehr gehört, ne? Okay, da ist der. Der Zombie hat sich selbst erledigt, sozusagen. Vielleicht ist er einfach verhungert, eingeschlafen, zurück in seinen Spawner gekrochen. Hatten wir das Lied nicht schon mal? Ich weiß es nicht. Mach mal ein anderes rein. Schöne Gitarre. Was ja auch ganz interessant ist, wenn man so Musik raussucht für Minecraft Let's Play, ist einfach nichts Vokales sein, ne? Sonst singt der ja dir ständig dazwischen, während du im Quatschen bist. Das heißt, das muss ja alles... Oh, Eisen! Das muss ja alles non-vokal sein oder a cappella oder wie man das sagen will. Da muss man auch schon ein bisschen suchen, ne? Ja, ihr merkt, ich werde ein bisschen müde. Wir haben nämlich mittlerweile auch 22.58 Uhr und der geneigte Droidboy geht eigentlich so immer um 12 ins Bett, aber hat heute auch schon ein bisschen was hinter sich. Vielleicht schließen wir noch ein bisschen das Thema ab. Gamescom, ja, war großartig. Ich war ja auch auf den Video Days, ich war auch auf der GDC und ich war auch auf der Respawn. Könnt ihr von allen nochmal so lange, nochmal mehrere Folgen hier Let's Play Minecraft erzählen. Es war einfach echt unfassbar. Ich hatte 5 Badges um den Hals. Bin von einer Veranstaltung zur nächsten gerannt. Und überall ein großes Hallo, wie geht's dir? Und so weiter und so fort. War einfach echt geil, mit den ganzen Leuten zu quatschen. Das ist immer eine sehr geile Woche, die Gamescom, aber natürlich auch immer super anstrengend, muss ich sagen. Von dem her, ja, ist man dann auch zum Schluss genauso wieder froh, wenn es wieder vorbei ist. Aber halt eigentlich eine echt fette Zeit, ja, ganz klar. Ja, dann war dazwischen noch die Demexco. Das ist eher so was, was euch, glaube ich, gar nicht interessiert. Finde ich persönlich auch eher so halb spannend. Wobei es natürlich echt eine wichtige Angelegenheit ist, nämlich es geht da um Online-Werbung, um Marketing und um solche Sachen. Super wichtig natürlich, um sein Produkt irgendwie an den Mann zu bringen. Klar, auch Entwickler, also auch Games-Entwickler müssen sich selbst vermarkten, müssen ihre Spiele vermarkten, damit sie überhaupt irgendjemand kauft. Was ja gerade total beliebt ist, ist Alpha-Versionen zur Verfügung zu stellen. Ja, diesen Kies habe ich echt total vermisst, muss ich mal sagen. Kommen wir da mal eigentlich gerade in eine Höhle? Sieht fast so aus, ne? Wie gesagt, auch Entwickler müssen ja natürlich irgendwie... Wow. Okay, ich glaube, ich habe eine Höhle entdeckt. Höhle! Sehr geil! Wir haben eine Höhle entdeckt und das ist total cool und ich würde sagen, das ist sozusagen das Ende dieser Aufzeichnung, dieser Aufnahmesession. Und weiter geht es mit der nächsten Aufnahmesession, wenn es wieder mal heißt Show and Play Minecraft. Vielen Dank,
dass ihr, liebe Zuseherinnen und Zuseher, mich begleitet habt hier bei diesem wunderbaren Let's Play. Und wir sehen uns das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr es geguckt habt. Bis dann, macht's gut. Tschüss.